Eine großzügige Villa geht in Flammen auf. Bei dieser Zeremonie in Taiwans Hauptstadt Taipeh wollen Hinterbliebene einem Verstorbenen etwas Gutes tun. Und so wird von diesem Papierhäuschen am Ende nur Asche übrig bleiben. Die taoistische Tradition soll den Verstorbenen im Jenseits ein gutes Leben bescheren, zum Beispiel in einer Villa. Und sie hat eine ganze Handwerksbranche hervorgebracht. In diesem Atelier entstehen neben Minihäusern Luxusautos, Smartphones und Kreditkarten, nur um später verbrannt zu werden. Auch eine komplette Bank, ein Raumschiff und ein Casino haben Kunden schon in Auftrag gegeben. Wenn jemand stirbt, verbrennen die Angehörigen oft am Tag vor der Beisetzung Papiergaben, weil sie glauben, dass der Verstorbene gerne ein großes Haus oder Vermögen hätte. Auch diese Unternehmerin hat aus der Tradition ein gut laufendes Geschäft gemacht. Zu den beliebtesten Objekten zählen Häuser mit Garten und Swimmingpool, denn sowas haben die meisten von uns im echten Leben nicht. Und wir hoffen, dass die Verstorbenen im Jenseits ein luxuriöses Leben führen können. Beliebte Einzelgegenstände sind Kleidungsstücke, schließlich brauchen wir ja alle Kleidung. Beliebt sind auch Kameras, Mobiltelefone, Elektrogeräte und so weiter. Für ein gutes Leben im Jenseits ist eben nichts zu teuer.